Ich finde, dass sich unsere Klasse über die letzten 3 Jahre sehr gut integriert hat. Wir sind alle sehr gut zusammengewachsen. Und ich finde, es ist eine sehr tolle Klasse geworden, da wir auch immer alle zusammen versucht haben, zusammen was zu unternehmen und niemanden irgendwie außen stehen zu lassen. Ja, meine Höhepunkte in den letzten 3 Jahren war die Klassenfahrt im Schloss Trebnitz. Weil ich fand da, also erstmal, es war eine sehr schöne Umgebung und da hat man auch so richtig gemerkt, wie die Klasse zusammenhält, wie jeder mit jedem gut konnte, jeder mit jedem gut reden konnte, viel gemacht hat. Und auch die Lehrer hat man da zwischenmenschlich ziemlich gut kennengelernt. Das war meine Höhepunkte. Mit Corona, finde ich, hat es Vor- und Nachteile, dass wir jetzt in diesen geteilten Gruppen sind. Ein Vorteil ist, dass die Klasse ruhiger ist und es ein besseres Lernverhältnis ist. Man kann besser im Unterricht aufpassen und die Lehrer sind nicht mehr ganz so angespannt bei 12 Leuten anstatt bei 25 Leuten. Allerdings ist der Nachteil, dass man halt nur noch in seiner Gruppe ist, auch auf dem Schulhof, dadurch, dass die andere Gruppe ja im Homeschooling ist und es dadurch sehr schwierig ist, mit der anderen Gruppe irgendwie groß in Kontakt zu bleiben und die Bindung zu halten. Vom Projekt verspreche ich mir für jeden eigentlich, dass er offener reden kann, dass er sich selbst besser reflektieren kann und dass man selber in ein paar Jahren auf sich raufgucken kann und drüber lachen kann, aber auch sagen kann, das ist genauso geblieben, das hat sich verändert und dass man einfach auch eine schöne Erinnerung hat, die Schulzeit hat. Und für die Zukunft wünsche ich jedem, dass, egal wie er weitermacht, ob er Abi macht, eine Lehre macht, ein freies Jahr, wünsche ich jedem, dass er seine Ziele erreichen kann, dass er viele gute neue Lebenserfahrungen sammeln kann und dass seine Träume so gut wie möglich in Erfüllung gehen. Wenn ich an meine Klasse denke, denke ich an schöne Momente, zum Beispiel immer die Klassenfahrten, weil die eigentlich immer ein Erlebnis für sich waren. Man hat da sehr viel gelacht, alle haben gesprochen, also miteinander geredet, nicht alle, aber die meisten. Und es war einfach schön, einfach keine Schule zu haben, aber auch einfach mit der Klasse da zusammen zu sein. Also das Projekt würde ich so auswerten, dass es einfach generell sehr viel Spaß gemacht hat, dass wir zum Beispiel im Unterricht gefilmt wurden, dass alle sehen konnten, wie es war. Wir können auf die ganzen Jahre zurückblicken, auch wenn wir älter sind, zum Beispiel können wir es unseren Kindern zeigen, zum Beispiel. Zum Beispiel das mit der Corona-Pandemie, dass wir die einzige Klasse sind, die das jetzt filmisch mitverfolgt hat. Das ist quasi, ja, unglaublich, sage ich mal, dass wir halt die Generation sind, die es einfach miterlebt hat und das dann auch noch im Internet für immer bleibt. Ja, also wie soll man anfangen? Am Anfang der 7. Klasse, muss ich sagen, war unsere Klasse schon ziemlich kindisch und so und alle waren ziemlich aufgeregt und einfach aufgebracht. In den Pausen gab es, naja, wie soll ich sagen, viele Streitereien und auch mal so viele kleine Kämpfereien. Ja, auch tatsächlich gab es mehrere unschöne Mobbingfälle bei uns in der Klasse, aber das hat sich ja auch relativ schnell dann geklärt alles. Ja, im Laufe der Zeit muss ich sagen, ist unsere Klasse echt zu einem großen Team zusammengekommen und hat sich echt zu einem Team entwickelt. Ich muss schon sagen, die Klasse an sich hat halt immer schon so einen kleinen Knacks gehabt, sag ich jetzt mal, so dass dann mal irgendwer so außen vor stehen musste oder so, dass irgendwer immer leichte Anfälle bekommen hat, aber sonst ist halt die Klasse echt ein riesengutes Team gewesen über die 4 Jahre und ja, wir hatten im Laufe der Zeit, glaube ich, 2 Klassenfahrten zu Leipzig. Am ersten Tag waren wir halt im Belantis und muss ich sagen, da sind wir quasi irgendwie auch nochmal zusammengekommen, weil es halt einfach, wir hatten da verschiedene Gruppen und da haben wir alle mies viel geredet und so und haben alle halt irgendwie verschiedene Sachen gemacht. Am zweiten Tag waren wir halt bei so einem, was waren das, WDR? Nee, war es WDR? Ja, MDR. MDR, genau. Ja, muss ich sagen, war dann schon ein bisschen langweiliger so, aber hat halt trotzdem auch Spaß gemacht, wenn man da auch mal verschiedene Sachen des Fernsehens kennengelernt hat. Am Anfang der 9. Klasse waren wir dann in Golzow und muss ich sagen, war mit einer der schönsten Sachen, weil wir einfach
viele neue Sachen von damals kennengelernt haben, viele neue Persönlichkeiten, viele neue Sachen einfach und ja, auch dieses Schloss, sag ich jetzt mal, wo wir da waren, da konnte man auch viele Sachen machen, viele Spiele spielen. Dabei ist ein Fenster kaputt gegangen, ein Türrahmen ist kaputt gegangen, aber ist ein anderes Thema. Ja, also unsere Klasse, muss ich schon sagen, ist echt eine coole Truppe gewesen über die 4 Jahre.